Wir spielen und zeigen Railway Empire Japan, WB Writing Bull. Bei mir zu Gast der Entwickler, einer der Entwickler des neuesten DLCs von Railway Empire, Christian Günther aus Paderborn von Gaming Minds Studio. Hi. Hi. Heute erschienen, am 7. Mai. Es gab, Railway Empire ist mittlerweile schon ein paar Jährchen alt, ist eine Mischung von Transport und Wirtschafts-, also Mischung von Aufbaustrategie, Transportsimulation, Wirtschaft, irgendwas, so ein Hybrid von mehrerem. Ist kein reines Transportspiel, aber man zieht von A nach B, von C nach D, Bahnnetze, Bahnstrecken mit historischen Dampflokomotiven. Man kann allerdings auch Aufbau betreiben in Städten, die man hat, erfüllt man die Bedürfnisse der Leute und kann die in den Städten dann immer mehr Slots, so Plätze freischalten, wo man Gebäude reinsetzt, die Dinge produzieren. Hat ein sehr intuitives Prinzip der Gleisführung und vieles andere mehr. Hat ein paar Auszeichnungen bekommen, wird von Gaming Minds entwickelt. Die sitzen in Gütersloh und in Paderborn und von Calypso Media vertrieben. Vor einem Jahr gab es bereits eine Complete Edition, eine Complete Version von Railway Empire, Christian. Und jetzt plötzlich Japan. Wieso, ja. Weshalb, warum? Abgesehen davon, dass es natürlich schön ist. Ja, wollte ich gerade fragen, sollen wir es wieder wegmachen? Nein, unbedingt nicht, allein schon wegen der Musik nicht. Zu der Geschichte dazu, eigentlich war ja gedacht, wir sind fertig. Aber wir haben noch aus der Fangemeinschaft immer noch, wie du das vorhin ja schon mal gesagt hattest, Anfragen gekriegt, ob wir nicht noch dies machen wollen und das machen wollen. Und Japan war tatsächlich noch so ein DLC, den wir gerne machen wollten, den wir auch schon mal vorher angedacht hatten. Und dann hat unser Publisher dann auch gesagt, hey, mach doch noch einen. Und dann haben wir noch einen gemacht. Und ich hoffe, der gefällt. Das wollen wir jetzt gemeinsam rauskriegen. Ich zeige euch mal den Umfang von diesem DLC Japan. Der im Calypso Store kostet im Augenblick rund ums Release mit 10% Rabatt etwa 10 Euro. Etwas knapp unter 11 Euro. Standardpreis ist knapp 12 Euro. Link darauf, wo man den bekommen kann, findet ihr auf YouTube. In der Textbeschreibung geht runter. Da wird darauf verlinkt. Kann man auch woanders kaufen. Aber der Link, den ich euch gebe, ist der vom Shop des Publishers selber auf Twitch. Das Ganze zeichnen wir gerade live auf Twitch auf. Wird der Link gepostet von den Chatmoderatoren. Vielen lieben Dank dafür. Und der Funktionsumfang oder der Umfang des DLCs ist folgender. Es gibt zum einen, hier links zu sehen, Szenarien. Zwei neue Szenarien. Die eine ist diese Karte im Norden, die andere ist die im Süden. Man spielt zuerst die erste und schaltet dann die zweite frei. Das obere Szenario, das ist die im nördlichen Honshu, die andere im südlichen Honshu. Das nördliche ist, glaube ich, die aufgehende Sonne, Christian, und führt uns in das Jahr 1870. Worum geht es da? Ja, so ganz grob. Ja, tatsächlich um die Anfänge der Eisenbahn in Japan. Das ist extrem spannend, auch geschichtlich kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal so ein bisschen mit zu beschäftigen oder sich so ein bisschen einzulesen, wie um diese Zeit tatsächlich die Japaner ihre gesamte Nation umgebaut haben quasi. Und da war natürlich auch die Eisenbahn ein großer Teil. Und das ist hochspannend. Und in diesem Szenario versuchen wir das so ein bisschen zu erzählen, wie das mit den Eisenbahnen zu der Zeit tatsächlich war. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Das kann man nicht erschöpfend erzählen eigentlich. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Hier ist das Ganze ein bisschen geskriptet mit bestimmten Ereignissen. Zeitraum 1870 bis 1890. Und das ist ein Szenario trotz des mittleren Schwierigkeitsgrades, was nicht so super schwierig deshalb ist, weil es zwar KI gibt, andere Leute auf der Karte, aber die haben nicht die hauptsächliche Funktion, euch unter Druck zu setzen, sondern es sind mehr Partner dafür, dass die Geschichte erzählt wird. Etwas anders sieht das aus in dem anderen Szenario, das man danach freischaltet. Das ist ein bisschen kniffliger, auch mittlerer Schwierigkeitsgrad, verwundene Pfade, und führt uns, Christian, nochmal 30 Jahre weiter. Ja, genau, weil die Eisenbahnen haben, also die Eisenbahn in Japan hat im Endeffekt das gleiche Schicksal ereilt, wie es auch in den USA passiert ist zu der Zeit oder auch in Deutschland. Mit zunehmender Privatisierung war auf einmal alles sehr wild durcheinander und die ganzen Eisenbahnunternehmen haben nur noch auf Profit orientiert gearbeitet und dementsprechend nur sehr, sehr wenig ein Auge für Allgemeinwohl gehabt oder sowas wie einheitliche Streckenbreiten oder sowas. Und in den verwundenen Pfaden geht es tatsächlich darum, die jetzt gewachsenen Eisenbahnnetze zusammenzuführen und
so wie wir es ein bisschen überspitzt in dem Szenario gemacht haben, dem Wohle Japans zuzuführen. Es klingt sehr hübsch, weil dezent, aber nur dezent pathetisch. Weil wir wollen ja auch das, den Eindruck haben, dass wir große Taten vollbringen. Dann gibt es neben diesen beiden Szenarien noch Karten, die man spielen kann. Und die kann man in verschiedenen Modi spielen. Das sind drei Karten, die im DLC drin sind. Das sind drei neue Japan-Karten. Die kann man spielen wahlweise im Modellbaumodus. Also anders formuliert, im Sandbox-Modus könnte man sagen. Das sind diese beiden Karten hier. Und eine, glaube ich, von Gesamt-Japan, ne? Ja, genau. Einmal eine Gesamtkarte, wo du wirklich über alle Kartenteile einmal von Norden bis nach Süden bauen kannst. Das ist auch eine recht anspruchsvolle Karte, weil du da nicht wirklich viel Platz hast. Das muss man auch sagen. Die Karte ist technisch genauso groß wie die Karten, wie die anderen Karten, die halt, wo man nur Teilen, wo man nur Regionen spielt. Die ist also nicht größer von den technischen Ausmaßen der Karte. Man hat aber weniger Platz. Man hat zwar ein größeres Land, das man spielen kann, weil man hat also ein größeres geografisches Vorbild, das man spielen kann. Aber es wird auf derselben Karte platziert, aus technischen Gründen. Und dadurch, weil Japan halt ein bisschen schlank ist, hat man sehr viel Wasser und relativ wenig Land. Also es ist schon ein bisschen kniffliger, damit zurechtzukommen. Und alle drei Karten kann man auch spielen in diesem Modus. Den wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Das ist das freie Spiel. Das ist sozusagen das sind die Mischung oder der Mittelweg zwischen einem Szenario und dem Spiel im Modellbaumodus, im Sandbox-Modus. Auch da stehen diese beiden Karten zur Verfügung und ebenfalls die große. Ich würde mit euch mal gerne das nördliche Honshu anspielen. Wünsche euch dabei viel Spaß. 8 neue Loks gibt es unter anderem. Mehrere von denen werden wir gleich auch erleben. Die Loks sind immer besonders aufwendig zu machen, Christian. Ja, genau. Also da stecken, das hatten wir ja vielleicht einfach nochmal in deinem Archiv auf YouTube gucken. Da habe ich das ja schon mal erklärt. Da stecken unglaublich viele Mannstunden für die Artists drin. Also da ist eine Person tatsächlich 6 Wochen mit beschäftigt mit einer Lok. Da gibt es bei mir auf YouTube ein Video-Special, das wir gemeinsam aufgenommen haben, wo ihr seht mit Screenshots und Artwork und Konzepten, wie solche Loks entstanden sind im Entwicklerstudio. Dann gibt es 28 neue Waren hier auf den Japan-Karten, solche, die man auch mit Japan verbindet, Sake, Reis. Gucken wir uns alles gleich an, Soja und was es so alles gibt. 35 Städte sind auf den Karten platziert. Es gibt auch ein neues Feature, was die Leute, die diesen DLC kaufen und nutzen können, auf anderen Karten. Da schauen wir uns demnächst im Detail an, nur kurz als Überschrift. Es ist das Ticketsystem. Das heißt, man kann auf diesen und auf anderen Karten dann von Railway Empire hat man andere Möglichkeiten, mit den Fahrgästen sich auseinanderzusetzen und kann denen bestimmte Serviceleistungen anbieten und kann mit ihnen so ein bisschen taktieren, welche Strecken man die attraktiver oder unattraktiver wird, macht, wo man die hinlocken möchte. Das geht über ein Ticket- und Preissystem, das schauen wir uns nachher an. Dann sind auf diesen Japan-Karten verteilt 11 sogenannte historische Sehenswürdigkeiten, also Orte, die man noch kennt, die man da wiederfindet auf der Karte, die einfach hübsch anzusehen sind und die man auch anschließen kann. Dass man da Leute hinbringen kann und Musik natürlich im Hintergrund jede Menge zu hören. Wir legen jetzt mal los. Dankeschön bei der Gelegenheit an den Publisher, an Calypso Media. Die sind freundlicherweise, unterstützen die diesen Stream finanziell. Ich sage immer, wenn das geschieht, keine Selbstverständlichkeit. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank dafür. Deshalb steht in der Ecke allerdings auch das Wörtchen Werbung. Und falls ihr über den Link, den ich euch gegeben habe, euch den DLC holt, verdiene ich dabei auch ein kleines bisschen mit. Wir gehen ja einmal rein und spielen das hier und spielen das in welchem Zeitraum? Man kann den 100-Jahres-Zeitraum machen. Wir haben uns mal überlegt, Christian, wir nehmen den, den man relativ selten sieht bei Railway Empire, weil die Leute meistens von Beginn an spielen, nämlich einen späten und wo es zugleich coole Loks zu bestaunen gibt. Ja, genau. Da auch interessant dazu, ja, Japan hat relativ früh angefangen, also so auf historischen auf einer historischen Skalierung eigene Lokomotiven zu entwickeln. Und um 1910 haben die echt unglaublich schöne Maschinen gebaut. Also wir haben das natürlich auch wieder recherchiert und uns genau angeguckt, was es denn da für bedeutende Lokomotiven gibt. Und die sind einfach wunderschön. Fahren übrigens immer noch heute. Also wenn du nach Japan fährst, kannst du echt noch irgendwo im Bahnhof gehen und dir ein Ticket für eine Dampflokomotive kaufen. Oh, das klingt sehr cool. Ich bin noch nie mit einer Dampflok gefahren, muss ich gestehen. Ich bin noch nicht mal von einer gezogen worden. Es ist echt... So. Mhm.
Sollen wir mal zusammen? Das könnten wir machen. Und dann machen wir einen Videolog, Videoblog darüber und posten den irgendwann. Ich wäre sogar bereit, höchstpersönlich mich hinten, ich weiß, es ist der anstrengende Part, mich hinten in den Waggon zu ziehen, während du vorne die Kohlen schaufelst und Tut-Tut machst und uns durch die Gegend schnaufst, bringst. Ah, oh, meinst du? Ja, ich würde mein Leben dir anvertrauen. Also, ich glaube, da wäre ich dabei. Da hätte ich echt Spaß dran. Ich würde so gerne mal Dampf machen. Wenn die mich lassen. Wenn die mich lassen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, habe ich gehört. Das ist schon, ja, da ist ja auf der Brennkammer ist ja auch ordentlich Zucht drauf. Und wenn du die Schippe nicht richtig hältst und da gerade so deine Kohlen reinschippst, dann ist die Schippe mit weg. Weil da so ein extremer Luftzug dann auch in der Brennkammer teilweise mit drin ist. Und da musst du das ordentlich verteilen. Also lass mich das mal lieber machen. Ja, besser. Man merkt, du bist der Experte mittlerweile für solche Dinge. Ganz viele Einstellschrauben fürs Spiel. Wir nehmen normales, mittleres Startkapital. Wir können die Startstadt wählen, die wir nehmen. Alle, die hier sind, kann man anklicken. Ich nehme mal Tokio, weil um Tokio herum, erstens Hauptstadt Flair. Nur warum? Viel freies Land, aber auch schöne Sehenswürdigkeiten. Fujiyama in der Nähe. Das ist ein guter Startpunkt. Wir verzichten mal auf Konkurrenten, weil wir wollen in aller Ruhe Karte erkunden, schön bauen und so ein bisschen spielen. Das müssen wir die KI-Stufe auch nicht einstellen. Also nicht einstellen, wie doll, wie schwer es ist, gegen wie viele KI-Konkurrenten anzutreten. Streckennetz komplex, das bedeutet, wenn wir die Züge fahren nicht durcheinander durch, die warten aufeinander, muss eventuell Paliergleise setzen, Signale und Weichen, damit alles gut funktioniert. Pausenmodus gibt es 3 verschiedene bei Railway Empire. Normal bedeutet einfach, wenn man baut, dann hat man alle Zeit der Welt. Wenn man aus dem Baumodus rausgeht, läuft das Spiel weiter. Da gibt es noch für die absoluten Hardcore-Leute diese Sache hier, dass das Spiel nie pausiert, wäre für mich persönlich, oh Gott, viel zu stressig, sage ich ganz offen. Und das ist das, was ich am liebsten mache. Ich bin ein etwas gemütlicherer Typ. Egal, wann ich will und wie ich will, wenn ich auf die Leerstaste drücke, dann ruht die Welt und ich habe alle Zeit, die ich mir nehmen möchte. Schneefall ist ein Feature, was es immer optional gibt. Das bedeutet, dass in den Norden der Karten im Winter Schnee fällt und dass man dann mit den Loks auch langsamer vorankommt. Das heißt, wenn Schnee gefallen wird und ein weißer Teppich auf der Landschaft zieht, dann fahren die Loks mit ihr, dann fahren die Züge nur im Schneckentempo voran. Ich lasse es mal weg jetzt. Dann, das ist ein anderes Feature, Gebiete. Wenn man das anmachen würde, dann wäre die Karte unterteilt in Teilgebiete, wo man Lizenzen kaufen muss, sodass dann von Gebiet zu Gebiet mit den Gewinnen, die man erzielt, man allmählich immer mehr Möglichkeiten freischaltet, sich auszubreiten. Das ist ein Feature, das später bei Railway Empire Einzug gehalten hat, was man spielen kann, aber nicht spielen muss. Ich lasse es persönlich jetzt mal weg. Und das machen wir an. Das ist das neue Feature. Das sind die Reisenden, das sind die Tickets, die wir jetzt nutzen wollen. Das wollen wir uns angucken. Wir legen einmal los und wir beide, Christian und ich, wünschen euch jede Menge Spaß. Wir können einen Charakter wählen, das sind die man kennt, auch aus dem Grundspiel. Die tragen jetzt nur cosplaymäßig andere Uniformen oder Kostüme. Und jede dieser Gestalten, die Namen sind immer noch die alten, haben auch die Boni, die man von ihnen kennt, die vertraut sind aus dem Grundspiel. Das sind bestimmte Dinge sind teurer, bestimmte Dinge sind billiger zu bauen. Und ihr seht ja, wie die jetzt aussehen. Diese 5 oder 6 sind es und ich spiele immer gerne mit dem General, weil ich es sehr, sehr liebe, wenig mit Tunneln zu bauen. Ich will immer viele Ausblicke haben und will gerne mich mit den Kurven raufwinden auf die Berge und deshalb nehme ich es gerne mit, dass der Gleisbau ein bisschen billiger ist und dass es dann teurer ist, Tunnel oder Brücken zu bauen, ist mir egal. Ich versuche sowieso wenig Tunnel zu bauen. Mein Name ist WB, Writing Bull, das wisst ihr schon, Istanbul. Im Osten wollen wir ein bisschen spielen und auf geht's. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen jetzt. Das ist die Karte, Leute. Wir sind da. Ein Blick rein, einmal zoomen und einmal über die Landschaft dahin gleiten. Einmal gucken, wie es aussieht hier in Japan. Ihr habt auch, Christian, Wechsel. Die Szenerie ist nicht immer die gleiche. Im Augenblick haben wir Januar. Was passiert im Laufe eines Jahres? Ja, dann... Im Laufe des Jahres wechseln die Blätter ja ihr Blätterkleid, ne? Oder so im Frühjahr, wie man das ja sehen kann. Da gibt es sowas wie eine Kirschblüte in Japan. Das sind so Sachen, die wir jetzt auch eingebaut haben. Also wart mal den Frühling ab, dann werden wir es nochmal sehen. Es ist alles ganz wundervoll pink. Oder rosa. Es gibt auch Sehenswürdigkeiten, zu denen man hinfahren kann. Es gibt auch optional einen Tag- und Nachtmodus. Den habe ich, glaube ich,
Deaktiviert ist da automatisch, dann machen wir den manuell an. Den kannst du dir manuell anmachen, schau links mal. Bei dem I. Genau. Es gibt doch nichts Hübscheres, als in einer Naturlandschaft unbehütet, behütet und ohne dass irgendwie, dass es irgendwie schlimm aussieht, ein bisschen Lichtverschmutzung zu betreiben. Immer wieder ein großartiger Anblick zu genießen, wie man die Strahlen raufschicken kann. Gibt es da auch einen Shortcut für? Oh, bestimmt, vielleicht. Das ist nicht so schlimm. Ich kann auch notfalls mal einen machen. So, jetzt bauen wir mal die ersten Sachen. Ich nehme auch gerne Wünsche entgegen. Wir werfen erstmal einen Blick auf die vielen neuen Güter, die es gibt. Das sind die Warenströme. Was man bei Railway Empire kennt, das ist immer, es gibt vorher schon Transporte. Das heißt, die kann man jetzt nachbauen mit seinen Bahnen. Da weiß man schon mal anhand dieser Pfeile, dass da schon mal Dinge sind, die man nutzen könnte. Grundsätzlich gilt, man muss aneinander bauen. Man startet in Tokio, man kann nicht an einer Ecke der Karte bauen, an der anderen geht es weiter, sondern das muss zusammenhängend gebaut sein. Jede Karte, jede Stadt hat ihre Bedürfnisse. Je größer eine Stadt wächst, desto mehr Bedürfnisse werden allmählich freigeschaltet. Da gibt es fixe Einwohnergrenzen für und manche dieser Güter kriegen die Leute im Augenblick schon, weil durch manuelle Transporte, also von der KI, Träger oder was weiß ich, Leute, die Bauern, die ihre Waren in die Stadt bringen, quasi im Hintergrund unsichtbar schon Transporte stattfinden. Andere muss man erst dahin bringen, manche sind Grundwaren. Oktopus, Sake, Sojasauce, Reis. Und das sind die Slots, die man freischalten kann fürs Bauen. Je größer die Stadt wird, desto mehr stehen einem zur Verfügung, bis zu 4. Da gibt es auch noch neue Sachen, die wir uns nachher angucken. Wir könnten jetzt was bauen, aber wir haben 1 Million nur an Startgeld. Damit fangen wir jetzt noch nicht an. Und das sind, kann man auch schon mal sehen, woraus gemacht wird. Dass man aus Reis zum Beispiel Sake, glaube ich, macht. Ne? Reiswein oder Reisbier. Das ist auch eine lange Diskussion. Ist es Reisbier oder Reiswein oder ist es Sake, Christian? Ist Sake. Da mische ich mich nicht ein. Ja. Habe ich geguckt, also haben wir wirklich wieder nachgeguckt, was genau das denn da ist. Das gehört ja natürlich auch dazu. Immer von Tag 1, oh je, was für Waren machen wir denn jetzt eigentlich? Sake ist Sake. Okay. So, dann schauen wir mal, was in der Nähe ist. Also ich würde gerne, ich zeige euch das mal von oben, hier können wir jede Menge machen, erstmal ein paar Städtchen miteinander verbinden. In Tokio braucht man, wenn man die Waren an, dann wird einem erstmal alles gezeigt, von hier unten hier rüber. Tokio selber hat hier konnte man zum Beispiel eine Stürmer rumbauen. Was wird hier unten in der Stadt produziert? Hier wird in einer Sojafabrik aus Sojabohnen Sojasauce gemacht. Die wird sicher in Tokio auch nachgefragt. Die Frage ist, wo bekommen die Soja her? Ich tippe mal drauf, dass es hier ist. Da ist ein Sack voller. Das sieht doch nach Reis aus. Aber der Reis ist auch ein Grundnahrungsmittel. Das wird überall gebraucht. Da macht man gar nichts mit falsch. Wo bekommen die ihre Soja, ihr Soja her? Die Sojabohnen von hier hinten. Das heißt, wir könnten zum Beispiel die von hier aus miteinander verbinden. Shiba. Also japanisch muss man offen sagen, Christian, bei dir und bei mir, unser Japanisch ist jetzt nicht so top, ne? Wir improvisieren. Nee, nicht das Beste. Kein Papp-Japanisch. Und wenn ich es versuche, dann mache ich mich nur lächerlich. Aber eine wunderschöne Sprache. Ohne Zweifel. Wir bauen mal einen mittleren Bahnhof. Die kann man nachher auch noch ausrüsten. Einen hier nach Tokio hin. Setzen den hier so in die Mitte. Drehen den so ein bisschen. Ihr seht ja im Tooltip immer, wie man das machen kann. Mit dem Gebäude nach unten. Ich setze den immer in die Mitte der Stadt, Christian. Und bilde mal ein, dass es klug ist, weil dann die Waren- und Passagiertransporte schneller laufen beim Umsteigen, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Je näher du in der Mitte bist, desto kriegen den kleinen Bonus drauf. Das habe ich mir irgendwann mal aufgeschnappt und es gilt tatsächlich immer noch. Das hat dir bestimmt mal der Daniel erzählt. Genau. Also der mein Daniel Namens Dumont. Vetter, Daniel Dumont. Ja. Ich habe mir irgendwann, nachdem ich ein paar Streams mit dem Daniel Dumont gemacht habe, gesagt, ich will ab jetzt nur noch mit Daniel zusammen streamen, aber irgendwann, ich konnte es nicht durchziehen, Christian. Ja, ich weiß, ich bin nicht das Original, aber ich arbeite hart dran. Das ist lieb. Liebe Grüße an Hummels und deine Leute, herzlich willkommen hier. Wir spielen Railway Empire Japan, fühlt euch herzlich willkommen. Danke an Karl Dealer fürs 11. Abo, danke an Myraki oder Myrakel für dein 8. Liebe Grüße an Flukasi für deinen 14. Monat schon. Liebe Grüße an euch alle. Wir haben 2 gebaut, die verbinden wir jetzt mal miteinander und ziehen einmal.
Achso, ich glaube, ich baue ich aber gleich schon mal zweien. Der Reis, der kann auch hier einmal umsteigen. Gibt's ja, also man kann Güter nur durchbringen. Die kann man lagern in Lagern, aber man kann die nicht auch von einer Bahnstrecke auf die andere direkt umlagern. Ich gönne mir mal einfach direkt hier ein Upgrade für den Bahnhof. Ich hau das Geld mal raus und erweitere ihn auf einen Vierer. Jetzt haben wir nur 700.000, hoffentlich geht das gut. Geht einmal hier rein und bauen jetzt eine Zugverbindung in der Mitte. Was ich persönlich immer sehr liebe, ist eine Hin- und Rückfahrstrecke in der Mitte. Ach, wir bauen noch. Komm, wir hauen das Geld raus, als ob es keinen Morgen gäbe. Wir erweitern den Bahnhof hier auch auf viergleisig. Ich packe in die Mitte immer gerne persönlich die Passagiere rein. Da können die immer schnell hin und her brausen auf Expressstrecken. Da kommt es sehr aufs Tempo an. Und die Güter, die schicke ich immer außen hin und her. In der Regel klappt das ganz gut. Einmal Güter, einmal Personenverbindung hier rüber. Das Gleisziehen ist super intuitiv, finde ich persönlich. Da kann man echt nicht so viel falsch machen. Da ist auch viel Arbeit drin. Ist das nicht in der Regel immer so, was am leichtesten aussieht? Da steckt die meiste Arbeit drin. Ja, das ist wirklich so. Also da haben wir wirklich fast das ganze Basisprojekt lang dran gearbeitet. Und hinterher auch. Wir haben ja nach dem Release, haben wir ja noch auf Wunsch der Community so einiges erweitert. Da ist wirklich unfassbar viel Arbeit drin. Ich gönne mir schon mal ein Doppelgleis, auch wenn es zu Beginn Verschwendung ist. Aber wir haben ja den mit dem günstigeren Gleisbau. Da wird das schon klappen. Einmal hier hin. Auch einmal bestätigen. Und innerhalb der Bahnhöfe packen die ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann wechseln die automatisch, ne? Hin, zurück. Nee, die Gleise muss man verbinden, ne? Nee, du musst so eine Kreuzung bauen, wenn du das Ach so Gott, was jetzt für ein machst. Stress! Das hättest du mir eher sagen müssen. Ich hab hier, oh Gott, das Spiel wird zu stressig. Der Ja, Schweiß steht mir auf der Stirn. du hast mir gesagt, du kennst das Spiel, ja? Und da Also. habe ich gedacht, sag ich mal nichts, aber noch ist ja Ah, das Kind nicht im Brunnen dann gefallen. machen wir Stichwort, das ist übrigens ein Running Gag bei mir, bei den Streams und den Videos. Das ist meine Lieblingsworte. Eine Hosenträgerweiche. Ja, mach mal. Eine hierhin. Geht das? Ja, ich glaube ja, ne? Mal gucken, ob das geht. Ja, Hosenträgerweichen. Ich liebe Hosenträgerweichen. Wo wir brauchen eigentlich gar keine, ne? Es reicht einfach, eine eigene reicht auch. Wir machen nur die hier. Da geht es hier rechts rein. Dann wechseln die nach oben. Dann geht es hier zurück. Hier wieder hin. Können wir den nächsten Bahnhof schon verbinden, wenn man es noch nicht. Das können wir nachher wieder abreißen. Die fahren dann hier rechts rein und dann hier wieder hoch und dann geht es hier hin. Einmal hin, einmal zurück. Rest brauchen wir später. Da können wir auch schon mal den ersten Zug fahren lassen. Wir wählen eine Lok und die ist neu bei euch, Christian. Ja. Was kann die? Setz dich drauf und drück mal die linke Maustaste. Wird Tschu-tschu. gekauft! Ist das eine Lok für alle Zwecke oder ist die jetzt schon spezialisiert für eine bestimmte Geschichte? Was Das ist das eher? müsste eine allgemeine sein. Also wir haben ja unterschiedliche Loktypen, die einige sind sehr allgemein gehalten, einige sind für den Expressverkehr geeignet. Das heißt, die fahren schnell, die sind sehr beliebt bei den Passagieren. Aber die sind nicht so gut, wenn es darum geht, so tonnenschwere Güter zu transportieren. Und dann haben wir natürlich noch die Frachtlokomotiven. Aber du müsstest eine haben, die sich auch für beides ganz gut eignet. Sag mal, passt das da bei dir mit der Signal- und Streckenführung? Du hast noch gar keine Signale gesetzt, Nee, ne? noch gar keine. Aber ich habe bislang auch nur eine einzige Lok, die jetzt hier losfährt. Das hier ist Gleis Nummer 2. Hier ist die Abfahrt. Dann würde es hier rauffahren. Dann würden die hier ankommen. Dann würden die hier auf dem hier ankommen und die Rückfahrt. Achso, ich würde die gerne auf der anderen Seite wieder zurückfahren lassen. Dass sie Ja, brauchst du Signale, dann ne? brauche ich drei, ne? Signale auch noch. Und ich muss, glaube ich, die Strecke zweimal einstellen, ne? Nee. Hier rechts Genau. fahren die lang. Ich wollte die Du hier müsstest. ankommen lassen, auf dem Du Gleis hast deine hier. Weiche aber auch falsch rumgesetzt, du. Ja, ich hatte gedacht für die Zukunft schon, dass ich die losfahren lasse auf der Seite. Weil es geht ja irgendwann nach unten, nach hinten weiter zu den anderen Bahnhöfen. Ich habe mir gedacht, die fahren dann hier durch irgendwann mal. Und noch habe ich die Bahnhöfe ja gar nicht gesetzt. Oder. Also ich bin ja der Meinung, ne, du hast jetzt so viel Geld schon für die Bahnhöfe ausgegeben. Da kannst du auch mal richtig auf den Tisch hauen und eine Hosenträgerweiche Meinst du? bauen. Ne?
gönn dir. Dann machen wir das. Dann gönne ich mir eine. Das bestätige ich noch nicht. Obwohl, die können einmal losfahren, ne? Wenn es das Chaos gibt. Wir lassen die einmal losfahren. Oh je. Das gibt Weltuntergang. Jetzt bauen wir hier noch die Hosenträgerleiche hier rüber. Das geht nicht. Doch, es geht. Doch. Eine hier vorne. Und das reicht eigentlich schon. Bestätigen das einmal. Jetzt gucken wir noch mal rein in den in Zuglinie, genau. Gucken wir uns alles an. 2 und 3. Dann geht es hier hinten rüber. Das war, glaube ich, der Dreier. Ich gehe mal gucken, ob das stimmt oder nicht. Einmal hier vorne hin. Das ist dann das Gleis, das Dreier. Nee, es sollte das Zweier sein. Zweier sollen es bitte ankommen. Da sollen auch Minimum 3 mitgenommen werden, damit er nicht leer losfährt. Und Beladung ist nur Passagiere und Post. Der Rest bleibt hier. Dann sollte das eigentlich klappen. Wir gucken, hoffentlich geht das gut. Da schauen wir uns einmal an. Jetzt müssten die eigentlich hier gleich losfahren. Oder sind noch nicht genug Leute da? Was meinst du? Weiß ich nicht. Es Spiel klappt. Starten wir es auch gut. Es klappt, es klappt, es klappt. Mitfahrt. Oh. 2, 1 und... Das ist unser Lieblings. Ich weiß, wir sind beide, glaube ich, manchmal im Herzen so 4, 5, oder? 4, 5 Jahre alt. Im Muss Ernst, man auch sein. Ich finde das so cool, dass man tuten kann. Und man kann sich auch durchbewegen durch verschiedene Kameraperspektiven. Schaut mal. Wir verdienen Geld dabei auch noch. Kann auch nach hinten gucken. Ich habe mich so gefreut, als das Spielfeature mit dem Mitfahren nachträglich eingeführt worden ist. Das fand ich total klasse. Es gab es im Release noch nicht, glaube ich. Oder es gab es in meiner Preview-Version nicht. Das könnte auch gewesen sein. Es kann sein. Ich weiß, dass es relativ spät war. Nee, halt, ich glaube, das Mitfahren war schon relativ früh. Was wir nachträglich eingefügt haben, ist, dass du mit der Kamera fokussiert dir den Zug angucken kannst. Hm. Im Wietland fachsimpelt im Chat, in Japan ist Linksverkehr. Leute, wir schreiben alternative Geschichte hier. Jetzt fährt er die Seite zurück, ja, das geht auch. Ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber geht. Zwergenstern, liebe Grüße an dich und danke fürs 8. Abo. Zwergenstern. Wir haben kein Tutut-Emoji. Es tut mir herzlich leid. Wir brauchen dringend ein Tutut-Emoji. So, und während er jetzt gleich ankommt, können wir, finde ich, auch schon mal gleich die nächste Geschichte hier bauen, oder? Was sind das? Achso, das sind diese Reisenden, das Reisende-Feature. Das gucken wir uns nachher an. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Waren hier noch hin transportieren. Von hier unten den Reis rüber. Kohle brauchen die im Augenblick noch nicht, ne? Kohle ist für irgendwie eine andere Geschichte, mutmaße ich mal. Nö, das brauchst du erst für die Fabriken, oder? Wenn du tatsächlich richtig Industrie baust. Na, dann da sind wir ein Stück von entfernt. Wir bauen noch einen kleinen Bahnhof hier unten hin, für einmal Reis, Abtransport nach oben. Schau mal, ob es noch ein zweites Reisvorkommen irgendwo in der Nähe gibt. Eines hier unten. Oh, da kann man viel Geld mit verdienen. Aber wir können, ich finde, das eine Reis hier unten, das reicht eigentlich für beide Städte. Dann machen wir eine durchgehende Reisstrecke noch hier rüber. Und ja, wir machen hier einen kleinen Doppelbahnhof hin. Ich improvisiere mal ein bisschen drauf los. Wie oft spielst du dein eigenes Spiel eigentlich noch selber, nachdem du das schon so lange entwickelt hast mit? Also jetzt während der Entwicklung habe ich tatsächlich wieder mehr gespielt. Weil wir hatten es ja jetzt tatsächlich... hatte ich es das letzte Mal angefasst für Australien. Mhm. Aber als wir dann wussten, okay, wir machen jetzt noch Japan, habe ich natürlich auch wieder ganz viel das eigene Spiel gespielt, um wieder reinzukommen, Ideen zu kriegen. Ich muss jetzt gestehen, jetzt abends, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde mit dir, dann würde ich es vermutlich nicht spielen. Aber ich habe da auch ganz, ganz viele Stunden drin. Also... mehrere das irgendwo im vierstelligen Bereich. Das ist bei mir aber auch nicht anders. Also wenn ich privat bin, schaue ich zum Beispiel nie bei diesen WB-Streams rein. Das ist mir viel zu anstrengend.
Ja, siehst du, guck mal, vielleicht spielst du dafür privat auch Railway und dann gucke ich privat WW-Streams. Mache ich uns tatsächlich. Aber habe ich zuletzt ein Weilchen nicht gemacht, habe ich aber früher tatsächlich gerne zur Entspannung gemacht. Es gibt so ein paar wenige Spiele, jetzt ganz ernsthaft, die spiele ich immer dann gerne, wenn ich krank bin und wenn ich mich entspannen möchte. Das sind so zwei oder drei. Das sind meine Lieblingsspiele, wenn ich denke, ich will jetzt mich verwöhnen. Und eines von denen ohne Scheiß ist wirklich Railway Empire. Das spiele ich total gerne, um mich zu verwöhnen einfach. Wirklich. Das ist auch Schuhe aus, ne? Zurücklehnen, vielleicht noch heißen Tee dabei oder Bierchen. Ich kenne das. Mal hier definitiv rüber. Hier entlang ziehen. So ein bisschen an der. Wenn zu doll Kurve, dann bremst es uns zu sehr aus. Kann man das so sagen, ne? Das ist so wissenschaftlich korrekt, ja. Den machen wir hier links dran. Und jetzt kann man, nachdem man das gezogen hat, noch Punkte setzen und kann die manuell hin und her ziehen oder kann sich sagen, das bleibt so. Ich will ein bisschen. Ich guck mal, ob mit Shift. Nee. Ich wollte. Höhenlinie ist. Achso, okay. Das habe ich jetzt. Nochmal draufklicken, dann ist es weg, glaube ich. Ja. Wir setzen hier mal einen Punkt rein. Dann kann ich hier den nehmen. Mein Ehrgeiz ist, dass es nicht zu weit runter geht. Dass wenn man da mitfährt, dass man dann weit gucken kann. So sollte es gehen. Ich mache die Kurve mal ein bisschen weniger eng. Auch wenn es dann länger dauert. So zum Beispiel. Ich finde, damit kann man fahren. Das funktioniert. Und das bringt den Reis hier links rein. Das wird bestätigt. Da können wir hier auch eine Locke uns nehmen. Und uns fehlen natürlich noch so Sachen nachher wie Versorgungsgebäude. Denn auf Dauer geht das nicht, dass man die immer nur von A nach B schickt. Die müssen manchmal auch was zu essen und zu trinken haben, die Loks, oder? Kann man das so sagen? Ja, natürlich. Also, du hast ja deine da vorne schon ein bisschen fahren lassen. Also die brauchen natürlich Wasser und die brauchen natürlich auch Sand. Und mal gucken. Also du hast ja auf deiner nördlichen Strecke diese eine Lok da schon laufen. Vielleicht hat die schon Pannen, weil du dich nicht ordentlich um die gekümmert hast. Könnte sein. Gucken wir uns gleich an. Einmal eine Frachtstrecke. Die startet hier und geht dann hier vorne hin. Und fährt dann wieder leer zurück. Oder wir lassen sie einmal durchfahren bis oben hin. Könnten die auch. Meinst du, es lohnt sich, die zweimal zu machen? Einmal hin nach Chiba, dann zurück, dann ein zweites Mal rauf nach Tokio, durch den Bahnhof durchfahrend und dann wieder zurück? Oder fährt die so schnell? Du könntest ja auch. Was ich so immer gerne mache in so einem Fall ist, also gerade am Anfang, wenn die Städte noch nicht so viel verbrauchen, dann nehme ich eine Lok, die ruhig 8 Reis mitnimmt und dann schmeiße ich 4 in Chiba raus dann und 4 in Tokio. Dann kannst du auf dem Rückweg vielleicht sogar noch Passagiere von Tokio mit nach Chiba nehmen. Schmeißt da alles raus. Das tun wir. So machen wir das. Eine Allrounder. Dann mache ich von Fracht weg auf alles und stelle das manuell ein, was wir mitnehmen. Machen nach Chiba. Geht es noch einmal zurück hier vorne hin. Nach Fuji Farm. Dann müssen wir allerdings auch noch den Gleisbau noch mal rein. Alle Änderungen verworfen. Na toll. Dann noch einen Gleisbau rein und hier wieder mit und hier rauf. Dann hier vorne lang und hier lang und hier anschließen. Das Ganze bestätigen und dann wieder. Ist die Strecke noch da, die zweite Lok, ist die eingerichtet oder habe ich nur eine Lok im Depot jetzt? Ich habe eine im Depot. Nee, das ist die Linie. Und die Linie ist da, aber die ist nicht auf der Strecke, ne? Genau, das heißt, ich muss jetzt auf allen hier reingehen, gehe auf manuell. Hier geht es los. Dann geht es hier hin, dann geht es wieder eins. Nee, hin und zurück, so hattest du gedacht. Hier und zurück, dann wieder nach Chiba und dann retour. Und in Fuji Farm nehmen wir mit nur Reis. Fahren dann hier oben hin. Minimum sollte schon voll sein. Also sagen wir mal 6 mindestens, sonst lohnt sich nicht. Dann gehen wir eins weiter nach Chiba. Kommen die auf dem Gleis auch an. Vorsicht, man hört das Tippen. Also mich stört nicht, wenn du Leuten freundlicherweise Fragen im Chat beantwortest, aber dann bitte kurz muten. Weil das ist das war, unser Team ist schon dran hier. Da wurde ja am Anfang der Fehler reported und jetzt schreibt mich gerade einer meiner Kollegen an. Ja, echt? Das ist ja witzig.
So fleißig sind wir. Live-Betreuung der Zuschauer, wenn ihr eine Bugmeldung haben, unfassbar. Gleich gibt es ein neues Bild, musst du nochmal neu runterladen. So, hier geht's dann leer weiter. Hier vorne geht's dann hin. In Shiba laden wir aus. Die laden wir automatisch aus, alles, oder? Den musst du so einstellen, passend, ne? Und das habe ich lange nicht mehr gemacht. Also die 3, 6, der abfahrende Zug kommt Reis mit. Genau, und aktuell kommt der natürlich auch mit Reis an, weil der fährt ja im, ne? Alles klar. Dann geht's nach Shiba. In Shiba nimmt der ankommende Zug. Die nehme ich ja, wie schmeiße ich die raus? Mit Ohrplan. Du musst auf den abfahrenden Zug klicken. Da müssen dann nur noch 4 Reis drin sein. Ah, so. Das heißt, 3 nehmen wir mit, 3 laden wir, okay. Das habe ich so noch nie genutzt. Ich habe noch nie so Doppelgeschichten gemacht. Ich habe immer nur so manuell gemacht, aber nicht mit dieser Feinsteinsteuerung. Deshalb ist die tatsächlich neu für mich. Nach Tokio. In Tokio nehmen wir Passagiere und Post mit im abfahrenden Zug. Der Ankommende der Ankommende ist automatisch, okay. Das hier der laden wir, ist immer das, was reinkommt. Ja. Hier kommt der Reis raus. Post nehmen wir rein. Das ist etwa im Verhältnis 1:2, ne? Ungefähr, ja. Du kannst im abfahrenden Zug, willst du dann keinen Reis mehr haben. Ja, das habe ich mit kleinem Delay, weil du das Bild etwas später siehst. Das ist egal, wo ich die einstelle. Die landen automatisch nach vorne. Das ist im Augenblick die Post und Passagier in der Mitte steht, die 3 Icons. Das ist vermutlich nicht schlimm, ne? Nein, die rutschen nach vorne. Okay, da sind wir hier wieder in Shiba. Da geht's zurück. In Shiba laden wir das ganze alles Zeugs aus. Alles, was da ist, wird raus. Und hier vorne kommen wir dann an. Hier sollte eigentlich gar nichts ankommen, ne? Genau. In Fuji Farm. Aber hier steht, wir werden noch Post und Passagiere würden noch ankommen. Aber die müssen. Hast du denn in Shiba alles rausgeklickert? In Shiba muss der abfahrende Zug leer sein. Ah, das ist die Erklärung. Alles klar. Dann hier rüber. Und jetzt stimmt's. Also nochmal alles checken. Im abfahrenden Zug 6 drin. Oder meinst du, wir können ruhig alle 8 mitnehmen? Gott, das ist eine flache Strecke. Ist ja flach, ne? Wir nehmen alles mit. Das heißt, hier laden die dann 4 rein. 4 bleiben drin in dem Zug. Dann geht's weiter nach Tokio. In Tokio kommt alles, was an Reis hinkommt, wird auch abgeladen. Ich mache mal 1:2, weil die Passagier- und Postsachen, dann kommt es auch auf Tempo an. So, und dann kommen die hier an, die schmeißen wir dann hier wieder raus. Jetzt passt alles, ne? Ich denke ja. Es müsste richtig sein, so wie ich das verfolgen kann. Sehr schön. Sehr gut, wird bestätigt. Dann kriegt die Zuglinie noch einen schönen Namen. Immer bestätigen. Jetzt kann man die, glaube ich, umbenennen. Genau. Jetzt nennen wir die Reisverteiler Süd. Fällt gerade nichts Besseres ein. Das ist der Reisverteiler Süd. Mit dem fahren wir jetzt auch einmal mit. Und müssen allerdings auch, damit es kein Unglück gibt gleich, ein paar Gebäude bauen, die versorgen mit Essen und Trinken, die Loks. Das heißt, die brauchen gibt's hier nochmal. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir neue Bahnhöfe haben? Die sehen japanisch aus. Ja. Hängt es damit zusammen, dass der Versorgungsturm. Hängt das damit zusammen, dass sie in Japan spielen? Anscheinend. Ja. Ich bin bedrückt. Ein Versorgungsturm im japanischen Stil, an dem fahren wir gleich ganz langsam vorbei. Eventuell reicht es, wenn die alle hier vorne stehen. Ich bin einer, der die gesamte Strecke versorgt. Den stecken wir einmal hier so hin. Am besten so auf einer Strecke, wo man schnell anfahren und wieder abfahren kann. Ohne dass man so einmal in die Mitte hier so kommt. Zack. Sollte eigentlich reichen. Einmal hier hin. Das war's schon. Signale brauchen wir im Moment nicht, weil die getrennte Gleise haben. Bestätigen das. Und jetzt müsste eigentlich alles passen. Jetzt fahren wir hier mal mit. Mit diesen hier. Guck mal, ob das alles klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Tuten nicht vergessen, ne? Sonst geht was schief. Unbedingt.
Und? Ja. Da braust er entlang. Wir fahren einmal mit, Leute. Reis! Wir bringen Reis von A nach B. Es funktioniert. Stimmt. Ja. Ich bin auch gerne bereit später, wenn wir ein paar Loks mehr unterwegs haben und Züge, mal die Nacht anzuschmeißen. 65 Stundenkilometer. Oh Gott. In dem Tempo, ich traue mich kaum, den Kopf aus dem Fenster zu halten, weil ich Angst habe, dass meine langen Wehenhaare sich dann um meinen Schädel winden. Das wäre bitter. Ich könnte nichts mehr sehen. Ich glaube, ich muss mir die mal kurz sein. Oh, ich habe heute Morgen schon. Heute Morgen hatte ich noch eine Riesenmatte. Ich hatte es ganz vergessen, heute Morgen beim Friseur. Zack. Schon bin ich heute mit schnittiger Kurzhaarfrisur. Das klappt, hör mal, das sieht ganz zauberhaft aus. Sehr, sehr hübsch.